Herzlich willkommen im Wet Web Club. Ich bin Michelle. Ich bin Maike. Und wir wünschen euch viel Spaß bei unserer zweiten Folge That's Life! Kennst du diese Menschen, die in der Öffentlichkeit einfach mega laut telefonieren? Ich kenne das von damals noch. Das war mit unter anderem ein Grund dafür, warum ich meinen Autoführerschein gemacht habe. Da sitzt du in der Straßenbahn und willst einfach in Ruhe einfach nur einen Podcast hören, ein Buch lesen, irgendwas in Ruhe tun. Ich meine, meistens hast du erst 7:30 morgens und dann sitzt da ein, zwei Plätze neben dir einfach einer und telefoniert so wahnsinnig laut. Noch schön auf Lautsprecher, dass du jedes Wort verstehst und du sitzt da einfach und denkst nur, muss das sein? Ja, kenne ich. Ja, ich anstrengend, oder? Boah, das ist wirklich, das ist mehr als anstrengend. Ich habe die Tage so eine Situation auf der Arbeit erlebt. Ich höre die ganze Zeit irgend so ein Geräusch, so irgendeiner spricht voll laut, dann so ein, ja, wie halt so ein Telefonsound. Und dann gucke ich, drehe mich um, gucke so, wo kommt das her? Ja, und dann sitzt da einer ganz gechillt, sitzt da auf so einem Sofa und telefoniert. Guckt so in sein Handy, telefoniert da ganz so wie zu Hause hat der sich gefühlt. Ey, ich war so kurz davor zu fragen, darf ich wissen, worüber ihr redet? Ich würde gerne was dazu sagen, so. Ja, ist eigentlich eine berechtigte Frage, ne? Wenn die Leute einen ja schon mitnehmen. Ich meine, laut sprechen ist immer noch die eine Sache, ne? Dann ja. Kriegt man das vielleicht nicht so mit. Aber extra auf Lautsprecher zu machen, oder viele machen ja auch den Videocall, aber im Laden, da eigentlich laden die dich herzlich dazu ein. Normalerweise müsstest du einfach wirklich dahin gehen und sagen, ja, finde ich auch. Also ich bin ganz deiner Meinung. Da kann man doch mal ein schönes Experiment mitmachen, oder? Ja, das ist eine gute Idee, mal ja. Einfach mal hingehen und, ich habe da was zu sagen, so, ich habe Fragen. Ja, ich mische mich mal jetzt hier ein. Wenn sie schon, das muss man natürlich auch differenzieren oder sollte man differenzieren, weil wenn du jetzt so ein Ömmerchen hast oder so, gut, die ist... Ja gut. In aller Regel okay. Wird die wahrscheinlich ein Schwerhörigkeitsproblem haben. Das stimmt. Und wird das nicht so hören. Das hat man auch schon mal mitbekommen. Also auf der Arbeit habe ich das schon mal gehört, dass dann jemand immer wieder so auf laut und dann stehst du da bei dir in der Abteilung und denkst dir... Denkst du, dann tut er doch hier irgendwo, holt sein Telefon. Nee, ich bin da nicht so. Und dann guckst du da hin und siehst dann, wie der Kollege dann da steht, auf Lautsprecher so und dann am Quasseln ist. So, ne? Und dann hab ich den auch mal angesprochen. Ne? Ich sag, warum hältst du dir mal so das Telefon ans Ohr? Sagt er, ja, ne, mit dem Hörgerät, hör ich nicht so gut. Ne? Gut, das hat gar kein Problem. Ne? Das ist völlig legitim. Aber meistens sind das ja doch schon Leute so in unserem Alter oder so, weiß nicht, 5 Jahre älter. Was wir gemacht haben dann, als wir den da auf der Arbeit, als wir den Typen da haben telefonieren hören, wir haben uns tatsächlich ganz laut unterhalten. Wir sind jetzt nicht hingegangen, haben den nicht angesprochen, aber der saß in unserer unmittelbaren Nähe. Ja. Und dann haben wir uns einfach mit mehreren Leuten ganz laut darüber unterhalten, wie störend das auch für andere Menschen ist, dass wenn man so privat... Ja, wie vor geil. Allem war das auch noch eine Privatunterhaltung, ne? Und so, wie störend das auch für die anderen Menschen ist. Und ich frage mich auch... ja, das geht doch nicht jeden was an. So, ne, wenn du da gerade einen Beziehungsstreit, habe ich auch schon mal mitgekriegt, ne, da hat sich da ein Pärchen in der Öffentlichkeit gestritten, dann das ist nicht leise tatsächlich. Das geht doch auch die Leute nichts an. Ja, für mich ist das auch total unangenehm. Für wen? Für dich oder für den anderen? Ja, ich glaube, tatsächlich für beide, ne? Also ich muss schon mal sagen, wenn ich schon mal mit meinem Freund einkaufen war, dann hast du so einen kleinen Disput oder so, dann habe ich auch schon mal gemerkt, jeder wird so ein bisschen lauter, wo ich auch gesagt habe, hör mal, komm. Lass uns das gleich im Auto klären. Ne, jetzt nicht hier. Alles gut. Weil die Leute müssen das nicht mitkriegen. Erstmal, was sich das angeht. Irgendwo steht vielleicht doch beim Lidl, Aldi, Netto irgendwie ein Gang weiter. Ein Arbeitskollege. Ja, weiß ja nicht. Genau. Oder Familie, Bekannter, whatever. Ja, und kriegt das mit? Ja, voll unangenehm. Dann wird er wieder breit getratscht. Dann wirst du da irgendwann, wenn du Glück hast, wirst du drauf angesprochen. Ey, was war denn da los letztens beim Edeka oder so? Na, ihr habt euch in der Haare gekriegt. Oder spätestens auf der nächsten Familienfeier ist es dann das Gesprächsthema. Oh, ätzend. Ja, wirklich. Deswegen, also einfach da ein bisschen so drauf achten. Vor allem würde mich mal interessieren, wie die Leute reagieren würden, wenn man den Spieß auch einfach mal umdreht. Ne? Also ich dachte mir gerade, jetzt in dem Fall mit der Straßenbahn oder auch jetzt da im Verkauf, normalerweise müsste man einfach mal abwarten, bis die Leute fertig sind im Telefonieren. Mhm. Dann mal einfach mal so in die Nähe gehen und dann irgendjemanden anrufen. So. Wir könnten das ja auch gut auf der Arbeit machen. So, ne? Lautsprecher. Mhm. Und dann stellst du dich dahin so, ja, mal, ich brauche hier die Garnitur, ne? Oder den Grill. Kannst du mir da gleich mal runterstellen? Aber dann tun die vielleicht noch als Arbeitsgeschehen dann ab. Ja, stimmt. Du hast recht. Wir müssen privat sprechen. Also müsste man das eher privat... Ja. Dass man sich so undercover-mäßig irgendwo hinschleicht, dann wenn du so eine Situation, also nicht hinschleichen,
Ja, gut, dafür musst du aber vor Ort sein tatsächlich, ne? Ja, was heißt auch undercover? Du sollst ja schon im Endeffekt direkt konfrontieren, ne? Ich meine, wenn ich jetzt auf der Arbeit wäre, würde ich das jetzt nicht in Uniform, nenne ich es jetzt mal, machen, so, ne? Also, weiß nicht, dann mal sagen, hör mal, ich gehe mal zur Pause, zack, umziehen und dann einfach mal so daneben stellen, da kann ja auch nichts sagen. Mhm. Ne? Einfach mal reagieren oder wenn du in der Straßenbahn bist. Das habe ich mir so oft gedacht, ja, ich warte jetzt einfach mal, bis der fertig ist, dann beim Telefonieren und dann gehe ich dahin, ruf einfach mal meine Mutter an, stelle mich daneben, ey Mutter, wie geht's dir? Ja, ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit. Und du so? Um einfach mal zu gucken, wie würde diese Person reagieren. Ja. Und mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie so, dass du eine relativ hohe Quote hast, dass derjenige gereizt reagiert. Ja, so. Ja, das glaube ich auch. Weil viele, denen ist das gar nicht bewusst. Und ich glaube, die würden schon was sagen. Aber ich glaube, ich würde dann einfach nur sagen, merkst du selber, oder? Was willst du dazu noch sagen? Ja, da kannst du nichts mehr zu sagen, ne? Im Prinzip. Also wenn es jetzt nicht wirklich was Relevantes ist. Ich habe tatsächlich auch schon die Situation gehabt, auf der Arbeit, dass jemand reinkam und der war auch am Telefonieren und du stehst da und denkst dir, okay, schon ein bisschen unhöflich irgendwie. Und dann habe ich aber kurz angehalten in meinem Kopf und habe gedacht, warte mal, hör mal erst mal zu. Ja, und der hat tatsächlich ein Arbeitsgespräch geführt, hat aber über Augenkontakt und ja, halt, ne? Ja, Gestikulation, ja. Genau, danke, ich kam nicht auf das Kein Wort. Kein Problem. Sich mit mir unterhalten, hat aber auch in einer gediegenen Lautstärke gesprochen, die jetzt nicht... Ja, den ganzen Laden im Prinzip unterhält. Es ist ja auch nicht, als dürfte man nicht telefonieren. Ja. So, ne? Wir haben ja die Handys, um mit den anderen Leuten zu sprechen. Alles cool. Ist so, ja auch, ne? Irgendwo was Schönes. Richtig, ne? Aber muss ich denn Gegenüber auf Lautsprecher machen? Ich meine, es reicht ja, dass du schon die eine Stimme hörst. Und da kann man ja schon ein bisschen darauf achten, dass man etwas ruhiger spricht. Einfach mal, um so ein bisschen Rücksicht aufeinander zu nehmen. Ich glaube, so, vielen, ne, ist das gar nicht bewusst. Ne? Ich glaube, du hast das gerade schon so schön gesagt. Vielen ist das gar nicht bewusst, dass man in der Öffentlichkeit so laut mit den, ja, sich so laut unterhält. Was ich ganz frech finde, ist mit Musik. Ne? Wenn die Leute schon mit Musik, ja, ich arbeite ja tatsächlich bis auch teilweise spät abends, bis so 11, 12 Uhr. Und dann kriegst du das schon mal mit, wenn die dann da reinkommen und lautstarke Musik anhaben und du denkst dir so, ja, danke für deine Musik, aber muss das jetzt sein? Ja, das stört mich tatsächlich auch, wenn du da irgendwie durch die Straße läufst. Und ich suche mir ja auch die Musik dann nicht aus. Das heißt, ich bin dann auch noch gezwungen, das zu hören, was der andere hört. Ja. Aber ein auch bisschen da, rücksichtslos, finde ich. Das ja, aber rücksichtslos und auch respektlos seinen Mitmenschen gegenüber. Weil du musst ja mal weiter überlegen. Wenn die sich ja so schon in der Öffentlichkeit zeigen, sind die ja nicht nur in der Öffentlichkeit so. Das heißt, die zeigen ja, du siehst ja auch immer bei einem Menschen einen Ausschnitt von seinem restlichen Leben. Du kriegst ja so einen kleinen Blick, kriegst du, das ist wie, als wenn einer so den Vorhang so ein bisschen aufmacht und dann kannst du so da durchlüngen kannst so einen kleinen Blick erhaschen auf das Spiel, sag ich mal. Weißt du, wie ich meine? Du siehst ja, das heißt, die benehmen sich ja nicht nur in der Öffentlichkeit so, die benehmen sich ja auch überall anders so rücksichtslos. Ja, aber da musst du wieder aufpassen, das ist jetzt ein bisschen schnell Schubladen schieben, so, weil... Ich meine, ich gebe dir recht, weil du siehst einen Ausschnitt von diesem Menschen, so, wenn der sich so verhält, aber ich kenne das selber von mir, gerade wenn ich mal auf der Arbeit war oder du gehst mal an der Tanke und hast gerade selber schlechte Laune und du, ja, gehst dann da rein und kackst einfach die Verkäuferin total an. Ich meine, tatsächlich wäre mir das jetzt nicht passiert, aber ich kann mir gut vorstellen, weil ich schon mal andere Leute dann angesaugt habe, gerade auf der Arbeit zum Beispiel, du verlierst dich dann einfach. Und du verlierst dich in der Emotion, meinst du? Genau, und in dem Moment... Du bist zwar ein Arsch in dem Moment, weil wir sind ja alle nicht heilig. So, wir hatten ja alle schon den Moment, wo man einfach mal so grundlos ausgeflippt ist. Aber wenn du das jetzt bei einem Menschen machst, den du nicht kennst, und anhand dessen sagst, so, damit sehe ich jetzt so einen kleinen Einblick in seine Welt, das war vielleicht eine einmalige Situation. Also versuche ich mir das so ein bisschen so zu sagen. Ne? Also beides ist wichtig und beides muss man beachten. Wie kann man das denn jetzt anwenden dann? Also ich habe schon für mich so ein, also ich mache das tatsächlich im Alltag schon, aber die Frage, die ich jetzt tatsächlich auch den Menschen mal stellen möchte, ist, wie kann man denn seine Mitmenschen auch dazu bringen, darauf mal zu achten? Weißt du, denen das nahe zu bringen? Ja. Oder nicht wie, sondern, nein, anders. Ich formuliere das anders. Wäre es nicht wünschenswert, dass man seine Mitmenschen einfach darauf so ein bisschen sensibilisiert auch? Ey, du, ne, hör mal, du hast ein sehr lautes Organ und muss das jetzt jeder mitkriegen hier? Ist das wirklich, möchtest du nicht mal vielleicht ein bisschen, weil... Ja, zum Selbstreflektieren so ein bisschen anstoßen. Rücksichtsvoller auch, so ein bisschen anstoßen. Weil es geht ja auch immer darum, ich mache die beste Version aus mir
Und ich möchte natürlich auch irgendwo meine Mitmenschen, mit denen ich täglich zusammen bin, auch zu einer besseren Version. Denen die Möglichkeit geben, ey, guck mal, das hat für mich funktioniert. Ja, probier's doch ich, mal. Weil ich muss tatsächlich sagen, ja, ich habe das auch. Und mir wurde auch in meinem Leben öfter mal gesagt, du hast eine sehr laute Stimme. Oder boah, rede doch mal weniger, du redest so viel und so laut. Ja, kenne ich. Das aber schon so jetzt auch in meinen Alltag zu integrieren, dass ich schon auch achtsam bin, dass ich gewisse Gespräche einfach leise führe oder auch bewusst schon mal leiser spreche. Ne, dann auch am Telefon oder dann verändert sich auch noch die Stimmfarbe ein bisschen, wenn du ein bisschen leiser sprichst. Ja, und das ist, weil du das Bewusstsein dafür bekommen hast. So. Und dadurch kannst du auch viel gezielter oder beziehungsweise dadurch fällt es dir auch viel mehr auf. Also nicht, dass du fokussierter auch darauf achten kannst, aber in den Situationen, wenn das vorkommt, fällt dir das sofort auf. Und ich denke mal, bei den anderen Leuten, die da halt dieses Bewusstsein gar nicht noch geschaffen haben. Training. Genau, ja, weil sie auch vielleicht auch einfach noch keiner darauf aufmerksam gemacht hat. Ne? Ich war einmal mit meiner Mama essen gewesen und wir saßen am Tisch, alles ganz entspannt und auf einmal kommt dann ein Mann vom Nachbartisch, hören Sie mal, aber richtig laut. Ne? Was ist denn hier los? Können Sie mal ein bisschen leiser reden? Deswegen hast du es gerade schon so schön gesagt, man kann noch auf die Menschen zugehen und wirklich sagen, hör mal du, ne, ich weiß, du machst das nicht mit Absicht, aber wäre schön, wenn du vielleicht ein bisschen leiser sprechen könntest, ne? Ich muss hier auch noch ein bisschen was erledigen, so wäre echt nett von dir. Weil du gehst ja auch anders auf den Menschen zu, aber der Mensch hat sich das, wie in dieser Geschichte von Visa Paul, Watzlawick, ja, genau, mit dem Hammer, ne, Paul richtig, Watzlawick. Der redet sich das schon so lange rein mit dem Hammer. Anleitung zum Unglücklichsein. Ja, genau, der wird mir den eh nicht ausleihen und keine Ahnung was, dann gehst du dann darüber und bevor er den überhaupt fragt, flippt der schon völlig aus. Ja. Da redest du dann schon so, bei ihm ist das fast schon so übergelaufen bei dem Herrn am Nachbartisch, dass der rüberkam und direkt, wow. Ja, wer weiß, wie vielen Personen ihr schon wart, die jetzt in dem Lokal da saßen und... Ja, oder vielleicht hat er einfach einen schlechten oder Tag auch gehabt. Einfach einen schlechten das Tag ist es gehabt. Ja, ne? Da war so die Momentaufnahme. Meine Mutter und ich haben natürlich auch direkt so, ja, mein Gott, was ist mit dem denn nicht in Ordnung? Aber. Da verurteilt man dann auch schon. Genau, sehr schnell, aber ne? Wegen der Art und Weise. Wer er rübergekommen hat, gesagt, hören Sie mal, ne? Können Sie vielleicht ein bisschen leiser sprechen, ne? Das wäre mal wär ganz angenehm oder ich wäre Ihnen sehr dankbar. Einfach ganz freundlich so. Ey, dann bist du ja auch viel rücksichtsvoller. Dann denkst du dir so, ah, oh, ey, hab ich gar nicht mitgekriegt, das war so laut, so, ne? Kein Problem, dann senkst du deine Stimme ein bisschen. Ja, ist von. Ja. Auf der Seite dann auch wieder ein bisschen mehr. Das ist ja schon die Rücksicht. Du gehst ja schon, heißt, es müssen ja beide Partien Rücksicht zeigen. Ich als derjenige, der auf dich zugeht, um zu sagen, hör mal, wäre nett, wenn du ein bisschen leiser sprechen könntest. Und der mein Gegenüber, der darauf reagiert und mit Rücksicht dann reagiert. Ja. Ja, seine Mitmenschen so ein bisschen auch dafür öffnen quasi, ne? So ein bisschen mal aufzeigen, ey, das war nicht in Ordnung. Deswegen, ich denke mal, fällt dir das selber auch auf, ne? Ja, merkst du das? Ja, bist du dir dessen bewusst? Ja. Ja, weil ich denke auch, die Leute machen das nicht, um uns zu ärgern. Also das glaube ich auch nicht. Nee, das glaube ich mittlerweile auch nicht mehr, tatsächlich. Ja, damals gab es so Wutver... Ja klar, wenn man gereizt ist, dann denkst du ja so, boah, will der mich verarschen? Was ist los mit dem? Ja, aber irgendwann ist es einfach unbewusst. Deswegen sind wir auch rücksichtsvoll und werden auf unsere Leute mal zugehen, werden wir auf die anderen Leute zugehen. Wenn sie mal lauter sprechen und einfach mal nett ansprechen. Ja, das klingt doch nach einem Statement. Ich würde sagen, das machen wir so. Und wir hoffen, unsere Folge hat euch gefallen und würden euch freuen, wenn ihr mal Like oder einen Kommentar da lässt. Uns interessiert sehr eure Meinung. Und ja, bis zum nächsten Mal in der Woche. Ja, bis zur nächsten Woche. Ciao.